Robert Dover aus den USA. 42 Jahre alt, aus Wellington. Ein Physik- und Englischstudium an der Universität von Georgia absolviert. Wurde trainiert von einem großen der deutschen Trainer von Herbert Rehbein früher, auch von Chef Janssen, dem Lebensgefährten und Trainer von Anke van Grunsven. Und er gehörte zum olympischen Bronzeteam der US-Amerikaner sowohl in Barcelona 92 als auch 96 in Atlanta. Acht bestes Ergebnis mit Lennox, einem Westfalen von Löwenstein im Grand Prix, lässt hoffen auf eine schöne, anspruchsvolle Kür. Groß der Kreis der Hinterhand in der Pirouette. Ja, ein bisschen eilig gelaufen, mehr gelaufen denn gesprungen. Da muss mehr Gewicht von der Hinterhand aufgenommen werden beim Pferd. Da geschieht die Arbeit in einer solch kraftraubenden, anstrengenden Lektion wie der Pirouette. Das ist natürlich eine höchst schwierige Lektion. Aus dem Startgalopp in die Pirouette, aber das Pferd zeigt sich in sich nicht geschlossen genug. An den Hilfen stehend, nicht in den Versammlungsgrad optimal bekommend. Und dann ging natürlich die Pirouette auch ein bisschen großzügig vonstatten. Auch diese wieder sehr eilig. 6, 8 Galoppsprünge sollte man sich Zeit und Platz dafür nehmen, um diese Pirouette zu springen und nicht mit 4, 5 Galoppsprüngen. Werden doppelt gewertet. ...63,8, das ist die Quittung. Schön, Übergang zur Musik.
ein wenig auf den Sitz des Reiters achten, könnte er für meine Begriffe das Zügelmaß ein klein wenig mehr verkürzt haben und die Hände noch ein bisschen ruhiger auf den Widerriss stellen. Schwierigkeit für ihn im Verlauf der gesamten Vorführung, über den treibenden Schenkel und das Kreuz, das Pferd von hinten heranzuschieben, mit der Hinterhand. Auch die Grußaufstellung signalisiert uns nochmal dieses kleine Problem, dass sie etwas weit vom Schwerpunkt wegsteht.